Mahlzeit, liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal Magnaferina. Ich bin euer René und heute geht es mit dem Porsche 996 auf den Leistungsprüfstand. Mich interessiert, wie viel Leistung er nach 180.000 Kilometer hat, die er auf dem Tacho stehen hat. Der Motor ist natürlich mit 30.000 Kilometer damals neu gekommen. Jetzt hat er also insgesamt 150.000 Kilometer der Motor gelaufen. Ein bisschen habe ich an der Abgasanlage was geändert, Krümmer, Endschalldämpfer. Und die ist ja im Prinzip die Schwachstelle von dem Motor. Da staut sich gerne Hitze, da staut sich gerne die Leistung. An sich haben die 996 immer 20 PS weniger als angegeben. Heißt, der 300 PSler hat in der Regel 280 auf dem Prüfstand. Der 36er mit 320 PS hat normalerweise 300 PS. Mich interessiert das, weil jetzt seine Zeit von 100 auf 200 schon echt schnell ist. Vergleichsweise mit anderen 996. Da blende ich jetzt mal kurz ein paar Läufe ein. Und wollen mal sehen, was der 3,4 Liter 6-Zylinder Boxermotor heckgetrieben, was der noch bringt. Einmal machen wir das 100, 200 Stundenkilometer und dann dürft ihr euch nicht erschrecken, das dauert. Das geht aber. Das geht aber, das geht aber. 4,3. Krass. Beispielsweise meine 100, 200 Messung. Jetzt bergauf. Das ist halt schon ein Unterschied und da interessiert mich, wie viel Leistung hat er? Hat er vielleicht seine 320 PS, die er angegeben hat? Hat er vielleicht mehr? Weil die Zeit ist echt gut. Deswegen gehen wir da wie immer auf den Leistungsprüfstand von No Limit Performance hier bei mir im Eck und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass er 320 PS hat. Wenn mehr, desto besser. Ich freue mich. Also. Aber auf den Prüfstand.
So, zurück von der Messung und ich bin echt happy. Also, sehr gutes Ergebnis, sehr gutes Ergebnis. Meine Autos laufen alle bombenmäßig. Also, normalerweise sagt man ja, die 996 haben 20 PS weniger. Also wäre mit meinem 320 PS Modell so bei 300. Ja, der ist jetzt ein bisschen drüber als die Serienleistung. Und ein bisschen drüber als die Serien-Newtonmeter-Angabe, nämlich Serie soll er 320 PS und 370 Newtonmeter haben. Wir haben dank der Abgasanlage und dem Sportluftfilter eine Mehrleistung von 30 PS und 10 Newtonmeter. Wir sind jetzt bei 333 PS, naja, eigentlich 334. Und 380 Newtonmeter, das ist eine sehr saubere Kurve, das ist ein sehr sauberes Drehmoment. Der Motor ist absolut fit. Also ich hau jetzt mal vergleichsweise Läufe noch mal kurz rein von anderen 996, die gemessen worden sind. Ich glaube, der JP hat einen gemessen und der Marco hat einen gemessen. Und sonst findet man eigentlich extrem wenig zum 996, aber hier ist sonst nichts an der Leistung geändert, keine Software, kein gar nichts. Es ist einfach nur eine Sportabgasanlage und ein Sportluftfilter. Und wenn das stimmt, dass sie alle 20 PS weniger haben sollten als Angabe, dann ist das extrem geil. Das ist extrem geil. Got about 10 horsepower increase at 6,000 RPM, but like I say, more important. PS und 321 Newtonmeter. Werksangabe wären 300 PS und 350 Newtonmeter. Ich habe 287 gesagt, ne? Ich dachte bei 88 habe ich. Bin dabei, passt. Echt? Und 294,75 PS und 345 Newtonmeter. Nee, der läuft sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Boah, 294 ist echt gut. Ich bin echt happy. Und dadurch, dass der jetzt so gut läuft und das bei 182.000 Kilometer, also der Motor wird mir so schnell nicht flöten gehen, der ist ja fast bereit für mal Rennstrecke, hätte ich gesagt. Aber erstmal fahre ich den Golf auf der Rennstrecke. Aber ey, ich bin echt happy. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hab mit 320 gerechnet, dass er seine Serienleistung dann hat durch die Abgasanlage. Aber 333, 334 PS bei 7040 Umdrehungen und bei 6050 Umdrehungen hat er 380 Newtonmeter. Das ist brutal. Mega. Scharfe Nockenwelle, 4 Liter Hubraum, Kompressor, gib ihm. Das Auto überrascht mich immer wieder, obwohl er so einen schlechten Pflegezustand hatte, wo ich ihn gekauft habe. Aber das funktioniert. Das funktioniert. Geil. Jetzt haben wir es auch mal festgehalten, was so ein 996 an Leistung haben kann. Wart ihr schon mal mit eurem 996 auf dem Prüfstand? Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr dann auch an Leistung hattet und was ihr dann in eurem 996 verändert habt. Oder meinetwegen auch den Boxer, den 986. Oder die 997, 987 haben ja noch in der ersten Generation zum Vorfacelift auch denselben Motor. Da war es mal ganz interessant. Sodala. Ich bin happy und ja, jetzt geht es dann später noch zu einer Hochzeit. Bin ich auf jeden Fall bestens gelaunt. Ich wünsche euch dann noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Servusle, unter D.